Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil GTA San Andreas im Singleplayer. Nachdem ich beim letzten Mal ja den Auftrag von Jesse etwas vermasselt habe, habe ich mir heute vorgenommen, den Auftrag noch mal zu spielen. Sonst ist auch nicht so wirklich viel, was ich sonst machen könnte. Ich habe gesehen, habe gedacht, die Missionen von Zero gehören zur zu den Hauptmissionen, aber es ist anscheinend dann doch nur eine Sidequest, die man nicht unbedingt machen muss. Vielleicht mache ich sie dann einfach, wenn ich hier gerade mal sonst nichts zu tun habe. Und ich will mich jetzt eigentlich weiter den Hauptmissionen widmen. Und deswegen fahre ich jetzt nochmal zu Jesse. Und mal gucken, vielleicht kriege ich die Limousine und die Bodyguards ja dieses Mal kaputt. So, hier wiederum. Alter, ey, das ist auch immer neblig. So, hier runter. Hier querfällt durch den Garten. Ich weiß, wie ich fahren muss. Hier nicht zu weit, weil da ist Wasser. Alter, man sieht echt gar nichts. So. Dann nochmal das Ganze. Habe ich eigentlich eine vernünftige Waffe aus dem Fenster? Ja. So, das hatten wir ja alles schon mal. Das hatten wir auch schon mal. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope-Mobile. Ja, ist klar. Ich passe schon auf deine komischen 0815-Felgen auf. So, die will jetzt zum Hotel. Ui, what a strong bitch, oh. So, hier nirgendwo gegenfahren. Ever had happen half with a social like me? Yeah, go on. I'll do things your Ruka won't. I'm listening, honest. I'm no slut, but I need the feria. Uh-huh. Real interesting. Whatever, puto. Ja, nee, wie gesagt, ich will jetzt auch hier ein bisschen vorsichtiger fahren, dass ich den Wagen so lange wie möglich heile lasse. Weil ich den ja später noch für die Verfolgung von der Limousine und dem Jeep brauche, wo ich ja beim letzten Mal grandios gescheitert bin. Hatte zwischendurch auch mal einmal kurz bei Google geguckt. Ich hatte mich ja erst auf den Jeep konzentriert und man soll sich am besten auf die Limousine konzentrieren, weil das das Wichtigste ist. Later, Esse. Hey Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church, got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player been trying to peel my hose over in Hatchback. Now one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Ja, dann wollen wir den noch mal eisen. Also auf gut Deutsch gesagt, wir sollen ihn über den Jordan bringen. Und das innerhalb von jetzt noch 1 Minute 47. Sollte eigentlich machbar sein. So. So viel zum Thema, ich lasse die Karre mal heile. Ne, wie gesagt, das sollte eigentlich möglich sein, dass wir das hinkriegen innerhalb von noch 1,27. Und wenn ich mich hier nicht komplett verfahre, gehe ich auch mal davon aus, dass ich es schaffe. Ich glaube, ich habe mich hier gerade ein bisschen verfahren. Dann sollte ich den Weg doch eigentlich aus dem letzten Teil kennen. So, hier links abbiegen. Und da haben wir ihn auch schon. Here comes my player, now you in real trouble. I was pimping through the emotion till you showed up. Na komm, geh down.
So. Das war das. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashbury. Worry? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there and nose around. Find out what's going on. Das kriege ich hin. Oh, you asshole, my shit! Das sollte ich definitiv hinkriegen. Die sind ja, glaube ich, hier an der Autobahn Brücke gewesen. Wenn ich mich nicht komplett ver... So. Wenn ich mich nicht komplett vertan habe. Und von daher hier rum und dann da vorne die nächste wieder runter. Wenn sie mir denn hier alle Platz machen. So. Stellen wir den Wagen heute mal hier hin. Empfehlen den Anschlag. Bam. Bam. So, jetzt wieder in den Zuhälterschlitten. Na, mit der Panzerfaust brauche ich eigentlich nicht rumhantieren. So. Mr. Jizzy, it's CJ. You're the bad luck charm, Flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the street. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Ja, das kriege ich hin. Wie gesagt, da ist es ja beim letzten Mal dann im Endeffekt gescheitert, dass ich zu blöd war. Wollen wir mal was ausprobieren? Ja, okay. Maus und Tastatur in Einklang zu bringen, da ich ja nicht mit dem Gamepad spiele. Und jetzt habe ich gerade nur noch mal eben geguckt, welche Taste auf der Tastatur jetzt eigentlich das Dauerfeuer auslöst. Weil ich dann nicht zwischen Maus und Tastatur hin und her wechseln muss. So. Hier ein bisschen bremsen, sonst fliege ich da irgendwo kreuz und quer durch die Karpaten. Na. So. Müssten wir auch das Hotel gleich erreicht haben. Er quält sich hier aber auch hoch. Ja, was interessiert mich all over my new suit? So. Dann auf ein neues. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon thy corruption. Barber! Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. So. Wie gesagt, dann konzentriere ich mich jetzt auf die Limousine. Na, so war das nicht geplant. Na, wo ist er? So. Ich weiß ja, dass er hier gleich irgendwo hoch will. Ich wollte mich vielleicht ein bisschen auf den Verkehr konzentrieren. So. Der ist kaputt. So, die sind auch hinüber. Und damit hätte sich das erledigt.
Everything's been taken care of, Mr. Jizzy. Oh, CJ, you's the player's right hand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. Ja, okay. Jetzt sind natürlich auch noch die Bullen hinter mir her, wie so ein Iltis. Aber den, die mal eben abhängen. Irgendwo gab es hier, glaube ich, noch... Hallo? Irgendwo gab es hier doch noch einen Pain Spray. Wenn die mal aufhören könnten, auf mich zu schießen, wäre das ganz nett. Hallo? Arschlöcher. Lasst mein Auto heile. So. Hier ist ein Pain Spray, wenn ich das richtig habe. Die sind jetzt einfach klassisch an mir vorbeigesegelt. So. Einmal Pain Spray und dann war's das. Haha. Ne, kannst du mal dein Motorrad da wegnehmen? Ey, was soll denn der Scheiß? Lässt dein Motorrad da stehen und geht weg. Und wenn ich da gleich rückwärts rausfahre, komme ich definitiv dagegen und hab gleich wieder den Lack kaputt. Das ist doch für den Arsch. Komm. Geht doch so gerade eben. So. Das war das. Und ja, hat doch diesmal erheblich besser geklappt. So, ich will jetzt nochmal irgendwas gucken, weil ich unbedingt noch ein Haus haben wollte, was ich schon seit Ewigkeiten cool finde. Und zwar muss man dafür diese gewundene Straße hier irgendwie hochkommen. Gut, ich hätte auch von der anderen Seite dran fahren können, aber egal. Ich finde das hier voll cool. Das ist ja ein Nachbau von einer Straße, die es auch so wirklich gibt. Ich glaube in San Francisco. Und der Vorteil bei diesem Haus ist halt, da ist eine Garage mit bei. Und ich stehe auf Häuser mit Garagen. Die Anfahrt ist zwar hier ein bisschen holperig, aber egal. So, dann gucken, was der Spaß hier kostet. Na, 100.000 habe ich noch nicht ganz, da muss ich noch ein bisschen weitermachen für. Und na toll. Aber das Haus werde ich definitiv noch irgendwann kaufen. Gerade weil mir auch die Lage gefällt. Und ja. Ich werde mich dann mal wieder hier auf den Heimweg machen. Der Teil hier ist wahrscheinlich... Ja. Oh, scheiße. Hau ab, du. Ne, wie gesagt, dieser Teil ist wahrscheinlich ein bisschen sehr viel kürzer als die anderen. Liegt einfach daran, ich wollte die Mission halt noch fertig haben und musste dann noch weg. Deswegen wird der Teil heute etwas kürzer als gewohnt. Werde dann beim nächsten Mal eventuell ja, mal schauen, ob ich dann die Aufträge weitermache, wo ich Jizzy vorhin getroffen habe, oder ob ich mit Zero weitermache. Mal schauen. Aber jetzt fahre ich erst mal den Fahndungsstern weg und dann mache ich Feierabend. Ich glaube, die Karre speichere ich dann auch mal in meiner Garage. Ach, da ist auch noch so ein Fahndungsstern-Loswerkgerät. So. Nee, wie gesagt, den Wagen speichere ich noch eben, zwei Stellen in der Garage und dann mache ich Feierabend für heute. Ja, fast perfekt rückwärts eingepackt. In Wirklichkeit kann ich das besser. So. Telefon noch eben mitnehmen. Hey, what's up? Hey, Carl, it's Woozy. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come around and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later. Ja, damit haben wir jetzt auch einen neuen Auftraggeber. Aber wie gesagt,
in Anbetracht dessen, dass ich gleich noch weg muss, beende ich den Teil jetzt hier und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und in diesem Sinne bis denn. Tschüss!